Stauchaos, Kurzparkzonen und hohe Autobetriebskosten. Gute Zeiten für Rolleranbieter und so hat sich auch Kawasaki mit der J300 auf den Scootermarkt gewagt. Das Modell basiert zwar auf dem Kymco Downtown 300, wurde von Kawasaki aber gründlich verfeinert. So erhielt der Roller das für Kawasaki typisch strenge Design und natürlich spielt die Farbe Grün auch hier eine wichtige Rolle. Auch beim Fahrwerk hinterließen die Kawasaki-Techniker ihre Handschrift, wenngleich der J300 natürlich nicht auf Sportlichkeit getrimmt wurde, sondern auf souveränen Komfort. Der 28 PS starke Automatik-Scooter fährt sich somit wie ein typischer schwerer Roller und hat uns überland viel Freude bereitet. In der Stadt fehlt es etwas an Wendigkeit, aber dafür lässt es sich ja eben komod auf Landstraße und Autobahn dahin gleiten. Standfeste Bremsen mit ABS und verstellbare Bremshebel für verschiedene Handgrößen sind ebenfalls an Bord. Unter der Sitzbank wartet nicht allzu viel Platz, dafür ist die Bank gut gepolstert und vorn sehr tief hinuntergezogen. Somit haben aber große Fahrer mitunter Platzprobleme und müssen die Beine stark anwinkeln. Ein sportlich attraktives Design ist auch bei der Cockpitgestaltung gelungen. Der 299 Kubikzentimeter Einzylindermotor läuft etwas rau und gönnt sich bei normaler Fahrweise um die 4 Liter auf 100 Kilometer. Fazit: Ein Mittelklasse-Scooter, der überland besonders gute Figur macht und somit das Auto auch auf längeren Anfahrtswegen gut zu ersetzen vermag. Zu haben ab 5.550 Euro.